Keine Ahnung, ob wir hier lang müssen. Aber ich will mich hier umsehen. Weiter! Nicht zurückfallen! Zum Aufzug geht's hier lang! Wenn wir mal gucken, guck mal, da ist noch irgendwas. Wahrscheinlich noch eine Erinnerung, oder? Das ist alles. Das ist alles. Na dann. Doktor. Dann hoffe ich mal, dass Sie mehr Glück haben als der Letzte. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Okay. Tut mir leid. Ihr werdet hier drin alle sterben. Ich hab nichts gesagt. Lass uns gehen. Jetzt ist man wenigstens schon mal der Victor. Der muss ja hier auch noch irgendwo unterwegs sein. Oh, könnt ihr euch Resident Evil 7 in VR vorstellen? Ich finde das gerade eine richtig geile Idee. Aber das ist sowas, das haben wir schon als Let's Play auf dem Kanal. Das ist jetzt für euch, weil das YouTube-Video ja eh nicht in VR ist, ist das für euch jetzt nicht so super interessant. Aber ich glaube, ich werde mir das irgendwann nochmal geben. Horrorspiele in VR, das ist doch super. Nicht mehr weit. Auf jeden Fall wesentlich besser als irgendwelche Shooter. Es soll zu Paranormal Activity soll es auch ein VR-Spiel geben. Hab ich vorhin gelesen. Das wäre potenziell auch nochmal interessant. Das soll richtig gut sein. Für ein VR-Spiel. So, da war wieder ein Speicherpunkt. Na, Lust zu sein. Geh weiter. Zu sehen. Ach, wer schreibt mir denn jetzt schon wieder Nachrichten? Die kann ich doch gar nicht unauffällig auf dem Handy checken. So, das Hotel, von dem die reden, ist das vielleicht das, diese Lounge? Ich muss mal kurz wieder den. Hatschi. Ah, Entschuldigung. Der Geruch von frischem Fleisch, der steigt mir in die Nase. Clarice! Was? Ich hab nichts. Taschenlampe. So, jetzt geht's wieder. Dieses Hotel hier, guck mal, da ist was. Ist das vielleicht diese Lounge? So einen brauchen Sie. Als Tarnung. Probieren Sie ihn mal an. Als Tarnung? Ich brauche einen Arztkittel als Tarnung? Wieso als Tarnung? Ich dachte, ich bin Arzt. Bin ich kein Arzt? Wenn ich kein Arzt bin, was bin ich dann? Soll ich vielleicht die Taschenlampe ausmachen? Die läuft wie so eine Besessene, ne? Sie sollen einfach zum Aufzug gehen. Sobald alle drin sind, können wir los. Da stehen die Typen und bemerken mich nicht, wo ich hier mit dem Fahrstuhl hantiere und spiele, ja? Mit der Taschenlampe, meine ich. Und jetzt? Wir müssen weg hier! Sofort! Ja, genau, du.
Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Das wird wieder. War das jetzt deine Schuld? Okay. Wow. Mir wird schwarz. Halten Sie durch. Das ist rassistisch. Fast geschafft. Wir sind fast da. Fast. Das ist schon fies, dass die Polizisten einfach auf uns schießen, ne? Scheint von einer Kugel getroffen worden zu sein. Ach, meinst du? Also ohne dich wären wir da jetzt definitiv nicht drauf gekommen, oder, Suzanne? Jetzt. Suzanne? Ich weiß, wie sich das Ding fühlt. Hi. Oh nein. Oh nein, die Polizei ist zurück. Oh. Sie kommen, um es zu Ende zu bringen. Hätte ich gerade irgendwas machen sollen? Ted? Teddybär? Alle mal. Ganz ruhig. Wir dürfen nicht in Panik verfallen. Wir müssen sofort hier weg. Wer verfällt denn hier in Panik? Nein, nein, geh weg von mir! Heilige Mutter Gottes! Sei doch froh, die haben uns gerade das Leben gerettet. Wir müssen hier weg. Ja, gut, okay. Wo wollen wir hin? Ich fahre jetzt mal nach ganz oben. Ist ganz oben, richtig? Alles muss man hier selber machen. Das klingt aber nicht gut, oder? Suzanne, was sagst du? Suzanne? Hey! Ja, aber es sind relativ viele Ladebildschirme, ne? Na los! Wir müssen das Ding aufbekommen! Hätte ich hier jetzt irgendwas machen müssen? Damit wir nicht ständig hin und her und rauf und runter fahren? Was zum Teufel ist hier los? Victor! Waren das Schüsse? Victor, das ist die Polizei. Wir brauchen die Seilbahn. Wenn wir nicht verschwinden, exekutieren sie jeden von uns, den sie finden. Die Polizei? Da muss ein Irrtum vorliegen. Bekommen Sie die Tür von Ihrer Seite aus auf? Glaube schon, ja? Ich stehe einfach hier und beobachte euch dann. Bye. Beeilung! Vielleicht nicht unbedingt so laut. Wir müssen hier weg. Vielleicht nicht. Bewegen! Halten Sie still! Gott steh Ihnen bei. Hätten wir den retten können? Suzanne, was sagst du? Ich habe ja auch nichts gemacht. Ich war einfach nur da gestanden. In diesem Fahrstuhl gibt es echt viele Ladebildschirme. Hast du nicht eben gestanden? Geht es?
Geht ihr mal vor. Verdammt! Oh Gott! Ich verblute! Ist das die Bahn da hinten? Ah, hey, ich kann mich bewegen. Sehen Sie mich an. Durchhalten. Noch ein bisschen. Kommen Sie! Das war's. Oh, David. Mach's gut. Ist David Nein! gerade verabschiedet? Sie! Sie waren das! Susanne, bitte. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Ich war das? Wieso war ich das? War ich das? Die Seilbahn lässt sich von innen nicht steuern. Jemand muss zurückbleiben. Ich glaube, ich weiß auch wer. Was ist das? Sie sind... Oh mein Gott. Sind einer von denen. Wir müssen die Seilbahn erreichen. Zurückbleiben. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich laufe doch hier nur durch die Gegend. So, ich bin einer von denen. Ja, gut. Das ist jetzt nicht unbedingt die schockierendste Erkenntnis. Lassen Sie mich, bitte. Alles gut. Ich will auch gar nicht. Ich will mich hier draußen nochmal umsehen. Da. Das wollte ich mir angucken. Willkommen. Schön, dass hier jeder willkommen ist. Sogar skrupellose Reporter. Ich bin ein kein Reporter. Kein Wort über mich in Ihrer Story. Sonst gibt's keinen Deal. Okay. Okay. Der Aufzug ist hier. Ich wüsste ja gerne, was ich alles beeinflussen und hätte ändern können. Na, hätten wir David zum Beispiel tatsächlich retten können? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Solche Sachen, das würde mich halt echt interessieren. Kommen Sie nicht näher. Der Wendigo ist keine Infektion. Er ist ein Fluch. Die Strafe für eine unverzeihliche Sünde. Sie haben das Fleisch eines anderen Menschen verspeist. Sie sind ein Monster. Durch und durch. Tut mir leid. Ich kann Sie nicht von diesem Berg lassen. Ich bin kein Monster. Bin ich ein Monster? Doch, Sie vielleicht wissen schon. Es doch. Sie spüren, wie es geschieht. Die Blackouts, die Gewalt. Es wird nur noch schlimmer. Sehr viel schlimmer. Es geht nicht anders. Sie müssen zurückbleiben. Ihnen bleibt keine Wahl. Naja, theoretisch schon. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Okay. Was muss ich tun? Alter. Dann halt manuell. Wenn ich drin bin, drücken Sie diesen Knopf. Dann fährt die Bahn hinab. Es tut mir sehr leid, dass es so für Sie endet. Seien Sie gewiss, dass Ihr Opfer nicht vergessen wird. Warten wir mal, bis er da drin ist. Wenn ich jetzt nochmal zu ihm gehe, kann ich nochmal mit ihm reden? Ich verstehe immer noch nicht, wieso das da unsere Schuld ist. Gut, hier mal einen Knopf drücken, wa? Wir dürfen diesen Berg nicht verlassen, da hat er schon recht.
Wir können nicht mehr warten! Moment, ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Da. Ich werde es ja wohl hinkriegen, diesen Knopf zu drücken. Ciao! Goodbye! Da ist gar keiner drin. Das ist ja eine Lüge! So. Ich habe also das Fleisch eines anderen Menschen gegessen. Das war's anscheinend. Ich hätte ja gedacht, dass wir jetzt nochmal irgendwie ein Flashback oder sowas kriegen, was mit Gordon passiert ist. Ja, Leute, das war Until Dawn, The Impatient. Wer ist denn George Hawthorne? Kennen wir den überhaupt? Haben wir den überhaupt getroffen? Keine Ahnung. DJ? Was? Ich bin verwirrt. Es war auf jeden Fall, es war eine Erfahrung. Ja? Das erste richtige VR-Spiel, mit dem ich mich jetzt beschäftigt habe, das erste VR-Horrorspiel im Until Dawn-Universum. Wir haben schon ein bisschen was über die alte Anstalt erfahren, die ja auch in der eigentlichen Story von Until Dawn noch eine Rolle gespielt hat. Sehr, sehr cool. Mir hat es richtig gut gefallen. Es würde mich auch interessieren, wie es euch gefallen hat. Eure Meinung dazu könnt ihr natürlich, wie sonst auch immer, in den Comments unter diesem Video posten. Ich bin da echt sehr gespannt auf Rückmeldungen, auch so allgemein über diese VR-Geschichte, ob wir das vielleicht häufiger mal machen sollen oder ob ihr das jetzt insgesamt nicht so geil fandet und ich mich hier lieber wieder mehr auf die klassischen Videospiele konzentrieren soll oder letztendlich prägt ihr diesen Kanal halt auch mit. Es ist nicht nur mein Kanal, es ist unser Kanal und da habt natürlich auch ihr eine gewisse Entscheidungsmacht hier. Ja, okay, ansonsten bleibt mir gar nicht so viel zu sagen. Ich fand's cool. Ich werde es in absehbarer Zeit vielleicht auch nochmal spielen und einfach ein paar andere Entscheidungen treffen. Einfach mal gucken, wie sich die Story ändert, ob ich das im Videoformat mache oder einfach nur alleine für mich in meinem stillen Kämmerlein. Die Entscheidung steht auf jeden Fall noch aus. Ich bin auf jeden Fall der Rio. Ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es dann hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Ach, cool. Das ist mir noch gar nicht. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich hier im Kino sitze. Ach, ist das geil. Ach, ist das geil. Und ich habe mich schon gewundert, warum die Credits auf die Art und Weise dargestellt werden, wie sie dargestellt werden. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Reporter waren wir also. Dann war dieser Zeitungsartikel, den wir da gefunden haben, das wird mir gerade so bewusst, der handelte von uns, ne? Reporter wurde angegriffen. Ha! So ergeben sich hier nochmal völlig neue Zusammenhänge. Ey, total cool. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel richtig, richtig gerne. Und wenn ihr noch andere Spiele in diesem Stil wisst, irgendwelche guten VR-Spiele, die man sich mal angucken soll, irgendwelche Horrorspiele, aber auch alles andere, was irgendwie sehenswert ist, schreibt ruhig Empfehlungen in die Comments.
Ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so mit aus, habe mich da nie großartig mit beschäftigt und daher bin ich für jede Empfehlung eurerseits dankbar. So, wie lange laufen denn die Credits jetzt hier noch? Ist ja so ein bisschen Credo hier auf dem Kanal, dass man prinzipiell die Credits im Abspann dann tatsächlich im Rahmen des Videos auch durchlaufen lässt, weil das ist nochmal so ein bisschen, die haben sich viel Mühe gegeben, dieses Spiel zu machen, ja, und dann kann man das an dieser Stelle auch einfach nochmal würdigen, indem man sich die Credits in voller Gänze gibt. Das mache ich übrigens, wenn ich einen Film gucke oder sowas, tatsächlich genauso. Da gucke ich mir auch die Credits immer bis zum Ende an. Wenn ich im Kino sitze, meistens nicht, es sei denn, es ist wieder ein Marvel-Film mit irgendwelchen Post-Credit-Scenes. Aber wenn ich zu Hause sitze und mir einen Film angucke, dann durchaus. So, ich glaube, jetzt ist sie aber wirklich Ende. Ende? Anscheinend noch nicht Ende. Oh. Nee. Nee.